liebe Papierkreative, willkommen zurück zum Projekt Verrückt Kreativ auf meinem Kanal Stempelstanzpapier. Ich heiße Ulrike Schott, ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und nehme gemeinsam mit 4 weiteren Demonstratorinnen an diesem Projekt teil. Und ich habe heute Post bekommen. Es handelt sich ja hier um eine Art kreative Flüsterpost, bei der wir uns gegenseitig angefangene Projekte sozusagen zuschicken und jeder darf dann innerhalb von 15 Minuten an dem Projekt weiterarbeiten, nach seinem Geschmack und seinen Vorstellungen, und danach schickt er das Projekt weiter an den nächsten und so macht ein Projekt die Runde. Und ja, was am Ende rauskommt, das müsst ihr eben in dieser Reihe verfolgen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ich blende euch unter dem Video unter mehr die entsprechenden Kanäle ein und die Reihenfolge, in der ja diese Videos veröffentlicht werden. Ich habe heute Post bekommen von Gudrun und das werde ich jetzt gleich mal aufmachen, um eben zu schauen, was mich hier bei Verrückt Kreativ erwartet. Und da fange ich jetzt eben mal an. So, ich habe es jetzt ausgepackt und mir ist Märchenhaftes entgegengekommen. Der Frosch mit der kleinen Krone. Dann einmal dieses Projekt. Da sind verschiedene Formen mit der Diorama-Stanzform ausgestanzt. Und da ist dieser Schwan drauf. Ich hatte jetzt erst gedacht, dass man das so verschieben kann wie so eine Karte, dass man das in eine Karte einbauen kann, aber das geht nicht. Also ich kann es jetzt nicht zusammenlegen, dann mache ich was kaputt. Das heißt, das müsste ja theoretisch jetzt in eine Box eingesetzt werden. Beziehungsweise außen könnte man dann auf den Boxdeckel ja hier so diesen Frosch platzieren. So meine erste Idee. Also Karte wird definitiv nicht funktionieren, zumindest keine Karte im herkömmlichen Sinn. Ja, da werde ich mir jetzt mal Gedanken machen, meine Sachen dafür zusammensuchen, in mich gehen und dann bin ich gleich wieder bei euch. Bis gleich. So, ich habe mir Gedanken gemacht und irgendwie muss ich dieses Teil, ich bin ja jetzt die Vorletzte, in einen Rahmen bringen in irgendeiner Form, da es als Karte jetzt nicht verarbeitbar ist. Ich habe mir überlegt, das mache ich jetzt. Ich möchte sowohl eine Box wie auch oder einen Rahmen wie auch eine Karte, weil viel schreiben kann man da ja nicht. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich mache da so eine Spezialkonstruktion. Gucken wir mal, ob es was wird. Ich stelle mir wieder meinen Wecker auf 15 Minuten. Und ich habe schon ein bisschen gemessen, weil die Rechnerei braucht einfach zu lang. Ich nehme babyblauen Farbkarton und werde mir erstmal 14,4 cm abschneiden. Dann werde ich mir das bei 2,1 cm an beiden Seiten falzen. Und da auch, also die Karte hat ein Maß von etwa 10 auf 10 cm. Ein bisschen schief an der einen Seite, also 2,1 und dann muss ich falzen bei 2,1, dann bei 12,4, dann bei 14,5, bei 16,6 und bei 26,9 schneide ich das Ganze
ab. Dann muss ich schneiden. Also eine Klebelasche hier auf der Seite. Und nochmal. Dann nächste wird auch eine Klebelasche. Dann den Rest schneide ich einmal komplett ab. So. Falzbein. Einmal in die richtige Richtung. Einmal in die falsche Richtung und einmal unten rum. So. Und dann klebe ich mir das Ganze zusammen. Würde ich jetzt gerne mit Trockenband, dauert mir zu lang. Das heißt, erstmal die Klebelaschen. Der Finger klebt fest. Mal feststreichen. Dann nehme ich hier hinten das Teil, klebe mir das fest. Geht es wieder auseinander. Und wenn jetzt nichts schief gelaufen ist, müsste das Teil da mit gutem Zureden, ja, passt rein.
Das klebe ich mir jetzt rein. So, und dann hat das doch einen einigermaßen vernünftigen Rahmen und ich kann es hier hinten aufklappen und habe da noch eine Fläche für meine Karte. Und das mache ich jetzt. Man kann da noch einen Deckel drüber packen, aber Janina kommt ja auch noch. Okay, Karte. 10 cm, dann mache ich jetzt nochmal 9,5 mal 9,5, tritt sich fest. Gucken wir mal, ob das passt für das Innenleben. Ja, so machen wir das. Und jetzt möchte ich diesen Frosch noch unterbringen, inklusive vielleicht einem Teil von dem da. Das sieht ja so ein bisschen aus wie Wasser. Das heißt, ich klebe mir da jetzt was auf. Wie mache ich das am dümmsten? Ja. Stift. Ich habe noch Zeit. Dann kleben wir davon noch was auf. Und dann machen wir da noch was. So. Da würde ich mir jetzt gern den Frosch noch irgendwie mit hinkleben. Den hätte ich mir eigentlich da irgendwie drunter setzen sollen. So. Gut.
Da ist er. Einmal. So. Und dann, und jetzt wird es knapp, klebe ich mir das Ganze in die Karte. Ups. Jetzt schmiere ich aber ganz schön hier rum. Und es kommt jetzt hier rein. Dann kann ich hier meinen Gruß reinschreiben und ich hatte doch noch diesen lustigen Spruch. Den kann ich auch noch aufkleben. Heute bist du der König. Der passt doch da unten hervorragend hin. Ups, verrutscht. So. Und dann habe ich doch eine ganze Menge heute geschafft. Ganz nett. Karte. Wink of Stella. Und da werde ich gerade mal noch ein bisschen den Schwan einglitzern. Okay, vorbei. Gut, ich glaube, da ist jetzt gar nichts rausgekommen. Okay, das war meine Idee jetzt heute für diese Karte oder für dieses Konstrukt. Eine Umverpackung, die ich öffnen und mir meinen Gruß draufschreiben kann. Man könnte jetzt da noch einen Deckel dazu machen, um das zu schließen zum Beispiel, aber darüber kann sich dann die Letzte in der Runde freuen und kann sich dann noch überlegen, was sie gerne dafür machen würde. Okay, fertig ist mein Projekt. Ich werde es jetzt weiterschicken und bin ganz doll gespannt, was am Ende dann da herauskommt. Okay, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal bei Verrückt Kreativ. Tschüss!